Stephen King, es wächst einem über den Kopf. Herbst in Neuengland, und an manchen Stellen kann man bereits die dünne Krume zwischen Kreuzkraut und Goldrute erkennen, die auf den Schnee wartet, den es erst in 4 Wochen geben wird. Die Rinnsteine sind mit Laub verstopft, der Himmel von immerwährender grauer Farbe, und die Maisstauden stehen in gebeugten Reihen wie Soldaten, die eine fantastische Möglichkeit gefunden haben, im Stehen zu sterben. Kürbisse, faulig eingesunken, liegen aufgeschichtet an dämmerigen Schuppen und riechen wie der Atem kränklicher alter Frauen. Um diese Jahreszeit gibt es weder Hitze noch Kälte, nur schwüle Luft, die nie zur Ruhe kommt und unter weißen Himmeln über die kahlen Felder streift, wo Vögel in Pfeilformation nach Süden fliegen. Der Wind weht Staub von den weichen Böschungen der Nebelstraßen empor wie tanzende Derwische, furcht die abgeernteten Felder wie ein Kamm das Haar und schnuppert in Autowracks auf Hinterhöfen. Vom Newell House an der Town Road 3 hatte man Ausblick auf den Teil von Castle Rock, der als The Bend bekannt ist. Irgendwie ist es unmöglich, etwas Gutes an diesem Haus zu spüren. Es sieht irgendwie abgestorben aus, was sich nur teilweise durch den fehlenden Anstrich erklären lässt. Der Vorgarten besteht aus einer Masse vertrockneter Hecken, die der Frost in Kürze zu noch groteskeren Formen erstarren lassen wird. Dünner Rauch kräuselt sich über Brownies Store am Fuß des Hügels. The Bend war einmal ein wichtiger Teil von Castle Rock, aber das änderte sich ungefähr zu der Zeit, als es in Korea zu Ende ging. Auf dem alten Musikpavillon auf der anderen Straßenseite gegenüber von Brownies schieben 2 kleine Kinder ein rotes Feuerwehrauto zwischen sich. Ihre Gesichter sind müde und ausgelaugt, fast schon die Gesichter von alten Leuten. Ihre Hände scheinen durch die Luft zu schneiden, während sie den Wagen zwischen sich rollen und nur ab und zu einmal stehen bleiben, um sich die ewig tropfende Nase abzuwischen. In dem Laden führt Harley McKissick, korpulent und rot im Gesicht, den Vorsitz, während der alte John Clutterbuck und Lenny Partridge mit hochgelegten Füßen am Ofen sitzen. Paul Collis lehnt am Tresen. Ein uralter Geruch durchzieht den Laden, der Geruch von Salami und Fliegenpapier und Kaffee und Tabak, von Schweiß und dunkelbraunem Coca-Cola, von Pfeffer und Gewürznelken und Odell-Pomade, die wie Sperma aussieht und das Haar zu einer Skulptur erstarren lässt. Ein von Fliegen besudeltes Plakat, das für ein Bohnenessen im Jahr 1986 wirbt, steht immer noch im Schaufenster neben einem anderen, das den Auftritt von Country Ken Carrivo anlässlich der Castle County Fair des Jahres 1984 ankündigt. Licht und Hitze von fast 10 Sommern sind über dieses Plakat hinweggegangen und Ken Carrivo, der seit mindestens 5 Jahren nicht mehr im Country-Musikgeschäft ist und heute in Chamberlain Forts verkauft, sieht verblasst und gegrillt zugleich aus. Im hinteren Teil des Ladens steht ein großer Glasgefrierschrank, der 1933 von New York hierher gebracht wurde, und über allem hängt der vage, aber durchdringende Geruch von Kaffeebohnen. Die alten Männer beobachten die Kinder und unterhalten sich leise und planlos. John Clutterbuck, dessen Enkel Andy diesen Herbst damit beschäftigt ist, sich zu Tode zu saufen, hat von der städtischen Müllkippe gesprochen. »Im Sommer stinkt sie wie die Pest«, sagt er. Niemand widerspricht ihm, es stimmt. Aber es interessiert sich auch niemand dafür. Es ist nicht Sommer, es ist Herbst und der große Ölofen verströmt eine Affenhitze. Das Winston-Thermometer hinter dem Tresen zeigt 26 Grad. Clutterbucks Stirn weist über der linken Augenbraue eine tiefe Delle auf, wo er sich 1963 den Kopf bei einem Autounfall gestoßen hat. Kleine Kinder fragen manchmal, ob sie sie anfassen dürfen. Old Clut hat schon eine Menge Geld von Sommergästen gewonnen, die nicht glauben wollen, dass die Delle in seinem Kopf den Inhalt eines mittleren Wasserglases aufnehmen kann. Hinter Lenny Partridges Diesel ist ein alter Chevrolet aufgefahren. An der Seite des Wagens klebt ein Pappschild. Gary Paulson, Korbstühle, Antiquitäten an und Verkauf steht auf dem Schild und darunter die Telefonnummer, die man anrufen soll.
Gary Paulson steigt langsam aus dem Wagen, ein alter Mann in verblichener grüner Hose mit einem großen Lederflicken auf dem Hosenboden. Er zieht einen knorrigen Gehstock hinter sich heraus und hält sich am Türrahmen fest, bis er den Stock richtig aufgestützt hat. Über die dunkle Spitze des Gehstocks ist der weiße Plastikhandgriff von der Lenkstange eines Kinderfahrrads gezogen, wie ein Kondom. Er hinterlässt kleine Kreise im leblosen Staub, als Paulson seinen vorsichtigen Fußmarsch vom Auto zur Tür von Brownies beginnt. Die Kinder auf dem Pavillon sehen zu ihm auf, dann folgen sie seinem Blick furchtsam, wie es scheint, zu der windschiefen, baufälligen Ruine des Newell-Hauses auf der Anhöhe über ihnen. Danach wenden sie sich wieder ihrem Feuerwehrauto zu. Joe Newell war 1904 nach Castle Rock gekommen und hatte Landbesitz bis 1929. Aber sein Vermögen machte er in der nahegelegenen Industriestadt Gates Falls. Er war ein hagerer Mann mit einem wütenden, hektischen Gesicht und Augen mit gelber Hornhaut. Er kaufte ein großes Stück Land in The Bend, als es sich noch um ein aufstrebendes Dorf mit einem Sägewerk nebst angeschlossener Möbelfabrik handelte, von der First National Bank of Oxford. Die Bank hatte es von Phil Birdrow anlässlich einer von Country Sheriff Nickerson Campbell veranlassten Zwangsvollstreckung erworben. Phil Birdrow, der bei seinen Nachbarn beliebt war, aber als Einfallspinsel betrachtet wurde, machte sich nach Kittery davon und verbrachte die nächsten 12 Jahre damit, Autos und Motorräder zu reparieren. Dann ging er nach Frankreich, um gegen die Heinis zu kämpfen, fiel während eines Aufklärungseinsatzes aus dem Flugzeug, so will es jedenfalls die Legende, und kam ums Leben. Den größten Teil dieser Jahre lag das Budrow-Grundstück einsam und verlassen brach, während Joe Newell in Gates Falls in einem Mietshaus wohnte und zusah, wie sein Vermögen wuchs. Bekannt wurde er nicht etwa, weil er eine Fabrik, die 1902, als er sie für ein Butterbrot kaufte, am Rande des Bankrotts gestanden hatte, wieder hochpäppelte, sondern wegen seines Umgangs mit den Angestellten. Die Fabrikarbeiter nannten ihn Rausschmeißer Joe. Wer auch nur eine einzige Schicht versäumte, wurde in die Wüste geschickt. Entschuldigungen wurden weder akzeptiert noch überhaupt nur angehört. 1914 heiratete er Cora Leonard, die Nichte von Carl Stowe. Diese Ehe hatte einen großen Wert, zumindest in Joe Newells Augen, weil Cora Carls einzige lebende Verwandte war und ohne jeden Zweifel ein ansehnliches Bündel erben würde, wenn Carl dahinschied, das heißt, solange sich Joe gut mit ihm stellte. Aber der dachte natürlich nicht daran, es mit dem alten Burschen zu verderben, der zu seiner Zeit verdammt gerissen gewesen war, aber in späten Jahren als ziemlich schlapp betrachtet wurde. Es gab noch andere Fabriken in der Gegend, die man für ein Butterbrot kaufen und wieder hochpäppeln konnte, will sagen, wenn man über ein bisschen Kapital als Starthilfe verfügte, Joe verfügte bald über die erforderliche Starthilfe. Der reiche Onkel seiner Frau starb binnen eines Jahres nach der Hochzeit. Die Ehe hatte also einen großen Wert. Oh ja, kein Zweifel. Cora selbst indessen besaß keinen Wert. Sie war ein Sandsack von einer Frau mit unglaublich breiten Hüften, einem unglaublich dicken Hintern, aber dafür mit einer Brust so flach wie die eines Knaben und einem absurd dünnen Pfeifenreiniger von einem Hals, auf dem ihr übergroßer Kopf nickte wie eine seltsam bleiche Sonnenblume. Ihre Wangen hingen wie Teig herab, ihre Lippen glichen Streifen roher Leber. Ihr Gesicht war so nichtssagend wie der Vollmond in einer Winternacht. Sie schwitzte selbst im Februar große, dunkle Flecken in die Achselhöhlen ihrer Kleider und war stets von einem feuchten Schweißgeruch umgeben. Joe begann 1915 mit dem Bau eines Hauses für seine Frau auf dem Budrow-Grundstück und ein Jahr später schien es fertig zu sein. Es wurde weiß gestrichen, hatte 12 Zimmer und war auf eine seltsame Art verwinkelt. Joe Newell war nicht beliebt in Castle Rock, was zum Teil daran lag, dass er sein Geld außerhalb der Stadt verdiente und zum Teil daran, dass Budrow, sein Vorgänger, so ein rundherum netter Kerl gewesen war. Aber überwiegend lag es daran, dass er sein verdammtes Haus mit ortsfremden Arbeitskräften baute. Kurz bevor Regenrinnen und Abflussrohre angebracht wurden, wurde mit hellgelber Kreide eine obszöne Zeichnung begleitet von einem zweisilbigen Schimpfwort an die verglaste Eingangstür gekritzelt.
1920 war John Newell ein reicher Mann. Seine drei Fabriken in Gates Falls gingen wie die Feuerwehr. Sie waren mit den Profiten eines Weltkriegs gepolstert und gediehen mit den Aufträgen einer neu entstandenen oder entstehenden Mittelschicht. Er baute einen neuen Flügel an sein Haus an. Die meisten Leute in der Stadt hielten das für unnötig. Schließlich lebten nur die beiden da oben. Und fast alle waren sich darin einig, dass es ein Haus nur noch hässlicher machte, das ohnehin schon alle als unbeschreiblich hässlich empfanden. Dieser neue Flügel ragte ein Stockwerk über dem Hauptgebäude auf und blickte blind in den Hang hinab, der damals noch mit Krüppelfichten bestanden war. Die Neuigkeit, dass nur die beiden, bald nur die drei werden würden, kam aus Gates Falls. Die Quelle war mit ziemlicher Sicherheit Doris Gingercroft, damals noch Dr. Robertsons Krankenschwester. Daher schien es, als wäre der neue Flügel eine Art Dankopfer. Nach 6 Jahren ehelicher Wonnen und 4 Jahren in dem Haus in The Bend, in denen sie nur aus der Ferne gesehen worden war, wie sie über die Schwelle trat oder gelegentlich auf dem Feld vor dem Haus Blumen pflückte, Krokusse, wilde Rosen, wilde Möhren, Frauenschuh, Castilla. Nach all der Zeit hatte sich bei Cora Leonard Newell endlich eine Empfängnis eingestellt. Sie ging nie bei Brownies einkaufen. Cora erledigte ihre Einkäufe jeden Donnerstagnachmittag im Kitty Corner Store im Gates Center. Im Januar 1921 gebar Cora ein Monster ohne Arme und, wie man behauptete, einem winzigen Bündel perfekter Finger, die aus einer Augenhöhle herausragten. Es starb knapp 6 Stunden, nachdem hirnlose Kontraktionen sein rotes, ungestaltetes Gesicht ans Tageslicht befördert hatten. 17 Monate später baute John Newell eine neue Kuppel an den Flügel an, im späten Frühling des Jahres 1922. Im westlichen Maine gibt es keinen zeitigen Frühling, nur einen späten Frühling und den Winter davor. Er kaufte weiterhin außerhalb des Ortes ein und wollte mit Bill Brownie McKissicks Laden nichts zu tun haben. Außerdem setzte er nie auch nur einen Fuß über die Schwelle der Methodistenkirche von The Bend. Das missgebildete Kind, das dem Schoß seiner Frau entsprungen war, wurde in der Grabstelle der Newells in Gates beigesetzt, statt in Homeland. Die Inschrift auf dem winzigen Grabstein lautete: Sarah Tamson Tabitha Francine Newell, 14. Januar 1921. Gott lass sie in Frieden ruhen. Im Laden redeten sie über Joe Newell und Joes Frau und Joes Haus, während Harley, Brownies Junge, noch nicht alt genug, sich zu rasieren, aber alt genug, Gemüse zu stapeln und Kartoffelsäcke zum Stand am Straßenrand zu schleppen, wenn es von ihm verlangt wurde, daneben stand und zuhörte. Meist sprachen sie von dem Haus. Es galt als Affront wider die Vernunft und als Beleidigung für das Auge. Es wächst einem über den Kopf, pflegte Clayton Clutterbuck manchmal zu sagen. Darauf gab es nie eine Antwort. Es war eine völlig sinnlose Bemerkung und gleichzeitig eine festgeschriebene Tatsache. Wenn man bei Brownies im Hof stand, möglicherweise nur um Beeren für den besten Korb auszusuchen, wenn Beerenzeit war, stellte man fest, dass der Blick früher oder später zu dem Haus auf dem Hügel gelenkt wurde, so wie eine Wetterfahne sich von einem März-Schneesturm nach Nordost dreht. Früher oder später musste man hinsehen und im Laufe der Zeit wurde es bei den meisten Leuten früher. Denn wie Clayde Clutterbuck sagte, es wuchs einem über den Kopf. 1924 fiel Cora die Treppe zwischen der Kuppel und dem neuen Flügel herunter und brach sich Genick und Rücken. Ein Gerücht ging durch die Stadt, das seinen Ursprung wahrscheinlich im Wohltätigkeitsbazar der Frauen hatte, dass sie zu dem Zeitpunkt splitterfasernackt gewesen wäre. Sie wurde neben ihrer missgebildeten, kurzlebigen Tochter beerdigt. Joe Newell, der, wie die meisten Leute inzwischen übereinstimmten, eine Nase für Geschäfte hatte, scheffelte weiter mit vollen Händen Geld. Er baute 2 Schuppen und eine Scheune oben auf dem Hügel, die alle über den neuen Flügel mit dem Haupthaus verbunden waren. Die Scheune wurde 1927 fertiggestellt und ihr Zweck wurde fast auf der Stelle deutlich. Joe hatte offenbar beschlossen, Gentleman-Farmer zu werden. Er kaufte 16 Kühe von einem Mann in Mechanic Falls. Von demselben Burschen kaufte er eine funkelnde neue Melkmaschine. Diejenigen, die auf
die Ladenfläche seines Lieferwagens sahen, als der Fahrer auf ein kaltes Bier bei Brownies einkehrte, bevor er weiter bergauf fuhr, fanden sie sehr aus wie ein Oktopus aus Metall. Nachdem die Kühe und Melkmaschine untergebracht waren, stellte Joe einen Halbidioten aus Morton ein, der sich um seine Investition kümmern sollte. Wie dieser angeblich raubeinige und harte Fabrikbesitzer dazu kam, war für alle ein Rätsel, die sich mit der Frage beschäftigten. Die einzige Antwort schien zu sein, dass Newell den Verstand verlor, aber er tat es. Und natürlich gingen die Kühe alle ein. Der Amtsveterinär des Countys kam, um sich die Kühe anzusehen, und Joe zeigte ihm eine unbeschriebene Bestätigung eines Tierarztes aus Gates Falls, betonten die Leute später immer wieder und zogen dabei viel, sagten die Brauen hoch, die besagte, dass die Tiere an Rindermeningitis krepiert waren. »Auf Englisch heißt das Pech«, sagte Joe. »Soll das ein Witz sein?« »Das können Sie halten, wie Sie wollen«, sagte Joe, »mir egal.« »Warum sagen Sie dem Idioten nicht, dass er aufhören soll?« sagte der Amtsveterinär. Er sah die Einfahrt entlang zu dem Schwachsinnigen, der an der RFD-Box der Newells lehnte und heulte. Tränen rannen an seinen schmutzigen Pausbacken hinab, ab und zu zuckte er zurück und klebte sich selber eine saftige, als wüsste er, dass alles seine Schuld war. »Mit dem ist auch alles in Ordnung.« »Ich finde, hier ist nichts in Ordnung«, sagte der Amtsveterinär. »Am allerwenigsten die 16 Kühe, die auf dem Rücken liegen und die Beine hochstrecken wie Zaunlatten. Ich kann sie von hier aus sehen.« »Gut«, sagte Joe Newell, »näher kommen sie nämlich nicht ran.« Der Amtsveterinär warf die Papiere des Tierarztes aus Gates Falls auf den Boden und trat mit einem Stiefel darauf. Er sah Joe Newell an, und sein Gesicht war so rot, dass das Netz der geplatzten Äderchen auf seiner Nase sich purpurn abzeichnete. »Ich will diese Kühe sehen. Schleppen Sie eine her. Das zumindest muss sein.« »Nein.« »Sie sind nicht der Herr der Welt, Newell. Ich werde einen Gerichtsbeschluss erwirken.« »Mal sehen, ob Sie das schaffen.« Der Amtsveterinär fuhr weg. Joe sah ihm nach. Am Ende der Einfahrt lehnte der Halbidiot in einem dungbespritzten Overall aus dem Versandkatalog von Sears und Roebuck immer noch an der Newellschen RFD-Box und heulte. Dort blieb er den ganzen heißen Augusttag lang, heulte, was die Lunge hergab, und richtete das flache, mongoloide Gesicht zum gelben Himmel hinauf. »Hat geblökt, wie ein Kalb beim Mondschein«, drückte Gary Paulson es aus. Amtsveterinär war damals Clem Upshaw aus Surrows Hill. Er hätte die Sache vielleicht auf sich beruhen lassen, nachdem sich sein Thermostat wieder etwas abgekühlt hatte, aber Brownie McKissick, der ihn bei der Wahl zu seinem Amt unterstützt hatte und der ihn eine ansehnliche Menge Bier zapfen ließ, bedrängte ihn, es nicht zu tun. Harley McKissicks Dad gehörte nicht zu den Männern, die normalerweise Handlanger benutzten oder darauf angewiesen waren, aber er wollte Joe Newell einem Denkzettel in Sachen Privatbesitz verpassen. Er wollte Joe Newell klarmachen, dass Privatbesitz etwas Tolles ist, ja, etwas Amerikanisches, aber dennoch ist Privatbesitz mit der Stadt verwurzelt, und in Castle Rock glaubten die Leute immer noch, dass die Gemeinde an erster Stelle kam. Und das galt selbst für reiche Leute, die neue Anbauten an ihre Häuser machten konnten, wann immer sie Lust dazu verspürten. Und so fuhr Clem Upshaw nach Lackery, wo sich damals der Sitz der County-Verwaltung befand, und beschaffte sich den Beschluss. Während er ihn besorgte, fuhr ein großer Lastwagen an dem heulenden Idioten vorbei zur Scheune. Als Clem Upshaw mit seinem Gerichtsbeschluss zurückkehrte, war nur noch eine Kuh da, die ihn mit toten, unter dem Film von Heustaub eingetrübten Augen ansah. Clem bestätigte, dass zumindest diese Kuh an Rindermeningitis verreckt war, dann fuhr er weg. Als er fort war, kam der Lastwagen der Abdeckerei und holte auch die letzte Kuh ab. 1928 begann Joe einen neuen Flügel. Da waren sich die Männer, die sich bei Brownies versammelten, darin einig, dass der Mann verrückt geworden war. Schlau, ja, aber verrückt. Benny Ellis behauptete, Joe habe seiner Tochter ein Auge ausgestochen, das er in einem Glas voll, wie Benny sich ausdrückte, Formaldehyd auf dem Küchentisch aufbewahrte. Zusammen mit dem amputierten Fingern, die bei der Geburt des Kindes aus dem anderen Auge herausgeschaut hätten. Benny war ein treuer Leser von Horror-Groschenheften, Magazinen, deren Umschläge nackte Damen zeigten, die von Riesenameisen verschleppt wurden und ähnlichen Albträumen, und seine Geschichte über Joe Newells Glas war eindeutig von seiner Lieblingslektüre beeinflusst.
Doch als Folge davon gab es bald in ganz Castle Rock Leute, nicht nur in The Band, die behaupteten, dass jedes Wort der Wahrheit entsprach. Manche behaupteten, dass Joe sogar noch unaussprechlichere Dinge in dem Glas aufbewahrte. Der neue Flügel wurde im August 1929 fertiggestellt und zwei Nächte später raste eine alte Kiste mit großen Natriumdampflampen heulend durch Joe Newells Einfahrt und der stinkende, halb verweste Kadaver eines großen Skunk wurde auf den neuen Flügel geworfen. Der Kadaver zerplatzte an einer der Fensterscheiben und hinterließ einen Blutklecks, der fast an ein chinesisches Schriftzeichen erinnerte. Im September desselben Jahres verwüstete ein Feuer den Maschinenraum von Joe Newells Flaggschifffabrik und richtete einen Schaden von $50.000 an. Im Oktober kam es zum Börsenkrach. Im November erhängte sich Joe Newell an einem Balken in einem der noch nicht fertiggestellten Zimmer, was wahrscheinlich ein Schlafzimmer hätte werden sollen, des neuesten Flügels. Er wurde von Cleveland Torbett gefunden, dem stellvertretenden Direktor von Gates Mills und Joes Partner, munkelte man jedenfalls bei einer Reihe von Investitionen an der Wall Street, die jetzt nicht mehr die Kotze eines tuberkulösen Cockerspaniels wert waren. Der Leichenbeschauer des Countys, Clem Upshaws Bruder Noble, schnitt den Leichnam herunter. Joe wurde am letzten Novembertag neben seiner Frau und seinem Kind begraben. Es war ein strahlender, sonniger Tag und der einzige aus Castle Rock, der zur Beerdigung kam, war Alvin Coy, der den Leichenwagen von Hay und Peabody fuhr. Alvin berichtete, eine der Anwesenden sei eine junge, wohlgeformte Dame in Waschbärmantel und einem schwarzen Schleierhut gewesen. Alvin, der im Brownies saß und eine eingelegte Gurke direkt aus dem Glas aß, lächelte wissend und erzählte seinen Kumpanen, dass sie ein Jazzbaby sein musste, wenn er je eines gesehen hatte. Sie hatte kein bisschen Ähnlichkeit mit Cora Leonard Newells Zweig der Familie und sie hatte beim Gebet die Augen nicht niedergeschlagen. Gary Paulson betritt den Laden übertrieben langsam und macht die Tür hinter sich zu. »Hab gehört, du hast am letzten Tag im Grage den Truthahn gewonnen«, sagt Old Clut und schickt sich an, seine Pfeife anzuzünden. Sagt Gary. Er ist 84 und kann sich wie die anderen an die Zeit erinnern, zu der es in The Band um einiges lebhafter zuging als heute. Er hatte zwei Söhne in zwei Kriegen verloren, den beiden vor der Katastrophe in Vietnam, und das waren schwere Schicksalsschläge. Sein dritter, ein guter Junge, starb bei einem Zusammenstoß mit einem Holzlaster in der Nähe von Presque Isle. 1973 ist das gewesen. Irgendwie war das leichter zu verkraften, weiß Gott warum. Gary sabbert manchmal aus den Mundwinkeln und gibt ab und zu Schmatzlaute von sich, wenn er versucht, die Spucke wieder in den Mund zu saugen, bevor sie sich selbstständig macht und an seinem Kinn hinabtropft. In letzter Zeit weiß er nicht mehr besonders viel, aber eines weiß er nämlich, dass Altwerden eine beschissene Art und Weise ist, die letzten Jahre seines Lebens zu verbringen. »Kaffee?«, fragt Harley. »Glaub nicht.« Lenny Partridge, der sich wahrscheinlich nicht mehr von den Rippenbrüchen erholen wird, die er im Herbst vor 2 Jahren bei einem seltsamen Autounfall erlitt, zieht die Füße zurück, damit der ältere Mann an ihm vorübergehen und sich vorsichtig auf den Stuhl in der Ecke sinken lassen kann. Gary hat den Sitz dieses Stuhls damals 82 selbst geflochten. Er schmatzt mit den Lippen, saugt Spucke zurück und faltet die knotigen Hände über dem Griff seines Stocks. Er sieht müde und ausgezehrt aus. »Wird ein bisschen regnen«, sagte er schließlich. »Hab solche Schmerzen.« »Schlimmer Herbst«, sagt Paul Collis. Dann herrscht Schweigen. Die Hitze des Ofens wärmt den Laden, der schließen wird, wenn Harley stirbt. Möglicherweise schon bevor er stirbt, wenn es nach den jüngsten Töchtern geht. Die Hitze durchdringt den Laden und die Mäntel und Knochen der alten Männer, versucht es jedenfalls, und schnuppert an den schmutzigen Fensterscheiben mit Ausblick auf den Hof, wo Zapfsäulen standen, bis Mobile sie 1977 abgebaut hat. Es sind alte Männer, die zum größten Teil gesehen haben, wie ihre Kinder zu anderen, lohnenderen Orten weggezogen sind. Der Laden macht keinen nennenswerten Umsatz mehr, abgesehen von einigen Einheimischen und vereinzelten Sommertouristen, die auf der Durchreise, die finden, dass alte Männer, die selbst im Juli in Angora-Unterwäsche neben dem Ofen sitzen, nicht mehr ganz beisammen sind. Old Clut hat immer behauptet, dass einmal junge Leute in diesen Teil von Castle Rock ziehen werden, aber in den letzten beiden Jahren war es schlimmer denn je. Es scheint, als läge die ganze verdammte Stadt im Sterben. »Wer baut eigentlich den neuen Flügel an diesem verdammten Newell-Haus?«,
fragt Gary schließlich. Sie drehen sich zu ihm um. Einen Augenblick lang schwebt das Streichholz, das Old Clut gerade angerissen hat, wie durch Zauber über der Pfeife, verbrennt das Holz und färbt es schwarz. Das Schwefelhäubchen am Ende wird grau und krümmt sich. Schließlich hält Clut das Streichholz in die Pfeife und pafft. »Neuer Flügel?« fragt Harley. »Ja.« Ein blaues Rauchwölkchen aus Old Cluts Pfeife kräuselt sich über dem Ofen und breitet sich dort aus wie ein feines Fischernetz. Lenny Partridge hebt das Kinn und strafft die Wülste seines Halses, dann streicht er mit der Hand langsam an der Kehle hinab ein trockenes Schaben. »Niemand, den ich kenne«, sagt Harley und deutet mit seinem Ton irgendwie an, dass das alle nennenswerten Leute einschließt, zumindest in diesem Teil der Welt. »Sie hatten seit 1981 keinen Käufer mehr dafür«, sagt Old Clut. Wenn Old Clut »Sie« sagt, dann meint er damit die Southern Maine Weaving und die Bank of Southern Maine, aber er meint noch mehr. Er meint die Massachusetts Ithaca. Southern Maine Weaving kauft Joes drei Fabriken und Joes Haus auf dem Hügel etwa ein Jahr nach Joes Selbstmord. Aber für die Männer, die sich bei Brownies um den Ofen versammelt haben, ist dieser Name nur eine Tarnung. Manchmal sprechen sie auch vom Gesetz. Etwa, sie hat eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt und jetzt kann er nicht mal mehr die eigenen Kinder sehen. Wegen des Gesetzes. Diese Männer hassen das Gesetz. Und den Einfluss, den es auf ihr Leben und das Leben ihrer Freunde nimmt. Aber es fasziniert sie endlos, wenn sie darüber nachdenken, wie manche Menschen es ausnutzen, nur um ihre eigenen niederträchtigen Geldgeschäfte voranzubringen. Southern Maine Weaving oder die Bank of Southern Maine haben lange und profitable Geschäfte mit den Fabriken gemacht, die Joe Newell vor dem Bankrott gerettet hat. Doch dass es ihnen nicht gelungen ist, das Haus an den Mann zu bringen, das fasziniert die alten Männer, die ihre Tage bei Brownies verbringen. Es ist wie ein Rotzklumpen, den man nicht vom Finger schnippen kann, hat Lenny Partridge einmal gesagt, worauf sie alle genickt haben. Nicht einmal diese Spaghettifresser aus Maiden und Revere können sich diesen Mühlstein vom Hals schaffen. Old Clut und sein Enkel Andy haben sich entzweit, und daran sind die Besitzverhältnisse von Joe Newells hässlichem Haus schuld, auch wenn es zweifellos andere, persönlichere Gründe gibt, unter der Oberfläche wie immer. Das Thema kam eines Abends zur Sprache, nachdem Großvater und Enkel, inzwischen beide Witwer, ein recht gutes Spaghetti-Essen im Haus des jungen Clut in der Stadt hinter sich gebracht hatten. Der junge Andy, der seinen Job bei der städtischen Polizei noch nicht verloren hatte, versuchte, freilich überheblich, seinen Großvater zu erklären, dass Southern Maine Weaving seit Jahren nichts mehr mit dem ehemaligen Anwesen der Newells zu tun hätte. Der tatsächliche Besitzer des Hauses sei die Bank of Southern Maine und die beiden Unternehmen hätten nichts miteinander zu tun. Der alte John sagte, Andy wäre ein Narr, wenn er das wirklich glaubte. Alle wüssten doch, sagte er weiter, dass sowohl die Bank wie die Textilfabrik nur Tarnfirmen der Massachusetts Ithaca wären. Die Unterschiede zwischen ihnen wären reiner Formellkram. Sie versteckten die offensichtlichen Zusammenhänge lediglich hinter einem Berg von Papier, erklärte der alte Clut, mit anderen Worten das Gesetz. Der junge Clut hatte die Stirn, darüber zu lachen. Old Clut wurde rot, warf die Serviette auf den Teller und stand auf. »Lach nur«, sagte er, »lach nur weiter, warum auch nicht. Ein Säufer kann nur eines besser als über etwas lachen, was er nicht versteht, nämlich über etwas weinen, was er nicht weiß.« Das machte Andy wütend und er sagte, es läge an Melissa, dass er tränke. Daraufhin fragte John seinen Enkel, wie lange er der toten Frau noch die Schuld an seiner Trinksucht in die Schuhe schieben wollte. Andy wurde kalkweiß, als der alte Mann das gesagt hatte und fuhr ihn an, er solle aus seinem Haus verschwinden, was John auch tat. Seither ist er nicht mehr dort gewesen und er will auch nicht mehr hin. Selbst wenn er die bösen Worte vergessen könnte, kann er es nicht ertragen, mit anzusehen, wie Andy langsam vor die Hunde geht. Spekulationen hin oder her, so viel steht fest, das Haus auf dem Berg steht jetzt seit fast 11 Jahren leer. Niemand hat jemals lange dort gewohnt und die Bank of Southern Maine ist für gewöhnlich die Organisation, die versucht, es über eine der hiesigen Maklerfirmen loszuwerden. Die letzten, die es gekauft haben, kamen aus New York, oder nicht? Fragte Paul Collis. Er ergreift so selten das Wort, dass sich alle zu ihm umdrehen, sogar Gary. »Yes, Sir«, sagte Lenny. Das war ein nettes Paar. Der Mann wollte die Scheune rot streichen und eine Art Antiquitätenladen daraus machen, richtig? Ja, sagte der alte Clut. Und dann bekam ihr Junge das Gewehr in die Finger. Die Leute sind so verdammt leichtsinnig, wirft Harley ein. Ist er gestorben? Fragt Lenny, der Junge.
Auf diese Frage folgt Schweigen. Offenbar weiß es keiner. Schließlich meldet sich fast widerwillig Gary zu Wort. »Nein«, sagte er, »aber er ist blind geworden. Sie sind nach Auburn zurückgezogen oder möglicherweise weiß Leeds?« »Das waren tüchtige Leute«, sagt Lenny. »Ich hätte wirklich gedacht, dass sie was daraus machen, aber sie hatten sich nun einmal auf das Haus versteift und glaubten, alle wollten sie auf den Arm nehmen, wenn sie sagten, es brächte Unglück, weil sie von auswärts gekommen sind.« Er machte eine nachdenkliche Pause. »Vielleicht denken sie inzwischen anders, wo sie auch sein mögen.« Es herrscht Schweigen, während die alten Männer über die Leute aus New York nachdenken oder vielleicht auch noch über ihre eigenen abgenutzten Organe und Sinne. Im Halbdunkel hinter dem Ofen blubbert Öl, irgendwo dahinter klappert ein Laden lautstark in der unruhigen Herbstluft. »Da wird tatsächlich ein neuer Flügel gebaut«, sagte Gary. Er spricht leise, aber nachdrücklich, als hätte einer der anderen seiner Behauptung widersprochen. »Ich hab's gesehen, als ich neulich die River Road entlang gefahren bin. Die Stützbalken stehen zum größten Teil schon. Das verdammte Ding sieht aus, als sollte es 30 Meter lang und 10 Meter breit werden. Ist mir vorher nie aufgefallen.« »Sieht nach gutem Ahornholz aus. Woher bekommt man heutzutage so gutes Ahornholz?« Niemand antwortet. Niemand weiß es. Schließlich sagt Paul Collis zögernd, »Du denkst doch nicht etwa an ein anderes Haus, Gary. Könnte doch sein, dass du...« »Von wegen könnte sein«, sagte Gary ebenso leise, aber noch nachdrücklicher. »Es ist das Newell House, ein neuer Flügel am Newell House. Das Gerüst steht schon. Und wenn ihr es immer noch nicht glaubt, dann geht einfach raus und seht selber nach.« Als das gesagt ist, gibt es nichts mehr zu sagen, alle glauben ihm. Aber weder Paul noch sonst jemand geht hinaus, um zu dem neuen Flügel hinauf zu spähen, der am Newell House angebaut wird. Für sie ist es eine bedeutsame Sache, also etwas, was man nicht überstürzen sollte. Noch mehr Zeit vergeht, Harley McKissick hat schon mehr als einmal gedacht, wenn Zeit Brennholz wäre, dann wären sie alle reich. Paul geht zu der alten, wassergekühlten Truhe mit den alkoholfreien Getränken und holt sich einen Orange Crush. Er gibt Harley 6 Cent und Harley lässt die Registrierkasse klingeln. Als er die Schublade der Kasse wieder zustößt, fällt ihm auf, dass sich die Atmosphäre im Laden irgendwie verändert hat. Es gibt andere Dinge zu diskutieren. Lenny Partridge hustet, verzieht das Gesicht, drückt die Hände behutsam auf die Stelle, wo die gebrochenen Rippen nie richtig verheilt sind, und fragt Gary, wann die Beerdigung von Dana Roy stattfindet. »Morgen«, sagt Gary, »unten in Gorham. Da liegt seine Frau begraben.« Lucy Roy ist 1968 gestorben. Dana, der bis zu 1979 Elektriker bei U.S. Gypsum in Gates Falls war, starb vor 2 Tagen an Darmkrebs. Er hatte sein ganzes Leben in Castle Rock verbracht und erzählte den Leuten gern, dass er Maine in seinem 80-jährigen Leben nur 3-mal verlassen hätte. Einmal, um eine Tante in Connecticut zu besuchen, einmal, um die Boston Red Sox in Fenway Park spielen zu sehen, »und sie haben verloren, die Flaschen«, fügte er an der Stelle stets hinzu, »und einmal, um an einer Elektrikerversammlung in Portsmouth, New Hampshire, teilzunehmen.« »Verdammte Zeitverschwendung«, sagte er immer über diese Versammlung, »nix als Suff und Weiber, und keine von den Weibern hat auch nur das Anschauen gelohnt, von dem anderen ganz zu schweigen.« Er war ein Busenfreund dieser Männer und nach seinem Dahinscheiden verspüren sie eine seltsame Mischung aus Trauer und Triumph. »Sie haben 1 Meter von seinen Innereien rausgenommen«, berichtete Gary den anderen Männern. »Hat nichts genutzt, war überall in ihm.« »Er hat Joe Newell noch gekannt«, sagte Lenny plötzlich. »Er war mit seinem Dad da oben, als sein Dad bei Joe die Kabel verlegt hat. Kann nicht älter als 6 oder 8 gewesen sein, würde ich sagen. Ich weiß noch... Er sagte einmal, Joe hätte ihm einen Lutscher gegeben, aber auf der Heimfahrt hätte er ihn aus dem Wagen geworfen. Hat gesagt, er schmeckte sauer und komisch. Und später, als sie wieder alle Fabriken am Laufen hatten, musste Ende der 30er Jahre gewesen sein, hat er alle Kabel neu verlegt. Weißt du das noch, Harley?« »Weiß ich.« Nachdem das Gespräch der Männer über Dana Roy wieder auf Joe Newell gekommen ist, sitzen die Männer schweigend da und versuchen sich an Anekdoten über die beiden zu erinnern. Doch als Old Clut schließlich das Wort ergreift, sagt er etwas Erstaunliches. »Es war Will, Dana Roys großer Bruder, der damals das Stinktier an die Hauswand geworfen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es war.« »Will?« Lenny zieht die Brauen hoch. »Will Roy war zu vernünftig, so etwas zu tun, das ist meine Meinung.« Gary Paulson sagte sehr leise,
Tatsächlich, es war Will. Alle sehen ihn an. Und es war die Frau, die Dana einen Lutscher gegeben hat, als er mit seinem Dad dort war, sagte Gary. Cora, nicht Joe. Und Dana war auch nicht 6 oder 8. Die Sache mit dem Skunk geschah ungefähr zur Zeit des Börsenkrachs. Und da war Cora schon tot. Nein, Dana hat sich vielleicht an einen Teil davon erinnert, aber er kann nicht älter als 2 gewesen sein. War um 1916, als er den Lutscher bekommen hat. 1916 hat Eddie die Leitung im Haus verlegt. Seither war er nie wieder da oben. Frank, der mittlere Junge, der jetzt seit 10 oder 12 Jahren tot ist, der muss damals 6 oder 8 gewesen sein. Frank hat gesehen, was Cora mit dem Kleinen gemacht hat, so viel weiß ich, aber ich weiß nicht, wann er es Will erzählt hat. Schließlich beschloss Will, was dagegen zu unternehmen. Da war die Frau schon tot, also hat Will es an dem Haus ausgelassen, das Joe für sie gebaut hatte. »Lass das doch jetzt«, sagte Harley fasziniert. »Was hat sie mit Dana gemacht? Das möchte ich wissen.« Gary spricht ruhig weiter, fast träge. Frank hat mir eines Nachts, als er ein paar zu viel gehabt hat, erzählt, dass die Frau ihm den Lutscher mit einer Hand gegeben und ihm mit der anderen in die Hose gegriffen hat. Vor dem älteren Jungen. »Ist nicht wahr«, sagt Old Clutch schockiert. Gary sieht ihn nur wieder mit seinen alten gelben Augen an und sagt nichts. Wieder Schweigen. Abgesehen vom Wind und dem klappernden Laden, die Kinder auf dem Musikpavillon haben ihr Feuerwehrauto genommen und sind damit anderswohin gegangen. Und die Untiefen des Nachmittags dehnen sich, das Licht ist wie auf einem Gemälde von Andrew Wyeth, weiß und dennoch voll idiotischer Bedeutungen. Der Boden hat seine karge Frucht aufgegeben und wartet nutzlos auf den Schnee. Gary würde ihn gern von dem Krankenzimmer im Memorial Hospital von Cumberland erzählen, wo Dana Roy im Sterben lag, die Nasenlöcher von schwarzem Rotz verklebt, stinkend wie ein Fisch, der in der Sonne gelegen hat. Er würde ihnen gern von den kalten blauen Fliesen erzählen und von Schwestern, die die Haare in einem Netz zurückgesteckt haben, größtenteils junge Dinger mit hübschen Beinen und straffen jungen Brüsten, die keine Ahnung haben, dass 1923 ein echtes Jahr gewesen ist, so echt wie die Schmerzen, die die Knochen alter Männer quälen. Er spürt, dass er gern eine Predigt über das Böse der Zeit halten würde, möglicherweise sogar über das Böse gewisser Orte, und dass er erklären möchte, weshalb Castle Rock heute ein schwarzer Zahn ist, der kurz davor ist auszufallen. Am liebsten aber möchte er ihnen erzählen, dass sich Dana Roy angehört hat, als hätte ihm jemand die Brust mit Heu ausgestopft und dass er versuchte, durch dieses Heu zu atmen und dass er aussah, als hätte er schon angefangen zu verwesen. Aber das alles kann er nicht sagen, weil er nicht weiß, wie er es anstellen soll, und so saugt er nur die Spucke zurück und sagt nichts. »Niemand hat den alten Joe besonders gut leiden mögen«, sagt Old Clut, und dann strahlt er plötzlich über das ganze Gesicht. »Aber bei Gott, er wuchs einem über den Kopf.« Die anderen antworten nicht. 19 Tage später, eine Woche bevor der erste Schnee auf den nutzlosen Boden fällt, hat Gary Paulson einen sexuellen Traum. Eigentlich ist es mehr eine Erinnerung. Am 14. August 1923, als er mit dem Lieferwagen seines Vaters am Haus der Newells vorbeifährt, sah der 13-jährige Gary Martin Paulson plötzlich Cora Leonard Newell, die sich am Ende der Einfahrt von ihrem Briefkasten abwandte. Sie hielt die Zeitung in einer Hand. Als sie Gary sah, griff sie mit der freien Hand nach unten an den Saum ihres Hauskleides. Sie lächelte nicht. Der gewaltige Mond ihres Gesichts war blass und ausdruckslos, als sie sich das Kleid hochzog und ihr Geschlecht vor ihm entblößte. Es war das erste Mal, dass er dieses Geheimnis sah, über das alle Jungen, die er kannte, so aufgeregt redeten. Sie lächelte immer noch nicht, sondern sah ihn nur ernst an, während sie die Hüften in Richtung seines gaffenden, fassungslosen Gesichts reckte, als er an ihr vorbeifuhr. Im Vorbeifahren ließ er die Hand in den Schoß sinken und Augenblicke später ejakulierte er in seine Flanellhose. Es war sein erster Orgasmus. In all den Jahren, die seitdem vergangen sind, hat er mit zahlreichen Frauen Sex gehabt, angefangen mit Sally Ouellette unter der Tinbridge, damals 1926, und jedes Mal, wenn er sich dem Augenblick des Orgasmus näherte, jedes einzelne Mal hatte er Cora Leonard Newell vor sich gesehen, hat sie unter einem heißen, metallgrauen Himmel neben dem Briefkasten stehen sehen, hat sie das Kleid hochheben
und ein fast nicht vorhandenes Büschel ingwerfarbenen Haars unter der sahnigen Wölbung ihres Bauchs entblößen sehen, hat den Schlitz gleich einem Ausrufungszeichen mit den roten Schamlippen gesehen, deren Farbton zu einem, wie er weiß, überaus verlockenden, delikaten, korallenfarbenen Cora, Rosa, wechseln würde. Aber nicht der Anblick der Vagina unter der konturlosen Rundung des Bauchs hat ihn all die Jahre verfolgt, so dass jede Frau im Augenblick der Erleichterung zu Cora wurde, jedenfalls nicht nur, was ihn jedes Mal verrückt machte, wenn er sich erinnerte, und wenn er Sex machte, konnte er nicht anders, war die Art und Weise, wie sie ihm die Hüften entgegengereckt hatte. Einmal, zweimal, dreimal, das und ihr ausdrucksloses Gesicht, eine so durchdringende Ausdruckslosigkeit, dass sie an Schwachsinn grenzte, als wäre sie die Summe allen begrenzten sexuellen Wissens und Begehrens eines jungen Mannes, eine enge und lockende Dunkelheit, nichts weiter, ein begrenztes Eden, das Cora Rosa glühte. Sein ganzes Sexualleben wurde durch diese Erfahrung freigesetzt und entfesselt. Ein fruchtbares Erlebnis, wenn es je eines gab, aber er hat nie darüber gesprochen. Auch wenn er mehr als einmal in Versuchung kam, wenn er zu tief ins Glas geschaut hatte, er hat es für sich behalten. Und von diesem Erlebnis träumt er jetzt, während sein Penis zum ersten Mal seit fast 9 Jahren völlig irrigiert ist, als ein dünnes Äderchen in seinem Kleinhirn platzt und ein Gerinnsel bildet, das ihn lautlos tötet und ihm so umsichtigerweise 4 Wochen oder 4 Monate der Lähmung, Kanülen in den Armen, den Katheter und die lautlosen Schwestern mit den Haarnetzen und den straffen, hohen Brüsten erspart. Er stirbt im Schlaf, sein Penis erschlafft. Der Traum verblasst wie das Nachglühen eines Fernsehbildes, wenn das Gerät im Dunkeln abgeschaltet wird. Seine Freunde allerdings wären verblüfft, wenn sie dabei gewesen wären und die beiden letzten Worte gehört hätten, die er spricht, hinaus stöhnt, aber doch deutlich genug. An dem Tag, nachdem er in Homeland zur letzten Ruhe gebettet wird, entsteht auf dem neuen Flügel des Newell-Hauses eine neue Kuppel.